Das ist schon sehr extrem. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier fertig werden. Die größte Herausforderung ist, dass wir heile wieder nach oben kommen. Morgens um 4 Uhr. Kurz vor Beginn einer ganz besonderen Frühschicht. Bernd Reinke ist Bergmann, seit 34 Jahren schon. Doch heute ist Schluss. Ich war auch 5 Minuten vor dem Wecker wach. Letzte Schicht, ja. Bernd Reinke wird heute sogar abgeholt von seinem Kollegen René Wessolek. Er hat für Schichtende eine ganz besondere Überraschung vorbereitet. Hier wird überhaupt nichts verraten, was da passiert. Mein Kollege, der wird anständig verabschiedet, das weiß er und mehr braucht er nicht wissen. Das Kaliwerk Siegmundshall, kurz vor dem Steinhuder Meer, 25 Kilometer nordwestlich von Hannover. Seit 115 Jahren wird hier Salz abgebaut, unter der Erde und unter extremsten Bedingungen. Es ist das vorletzte noch produzierende Bergwerk in ganz Niedersachsen. Seit dem Mittelalter gab es insgesamt über 6000 Stollen und Schächte. Danke dir. Dafür nicht. Bernd Reinke ist Bergmann durch und durch. Manchmal war er über Jahre nicht einen Tag krank. Hat sich sogar bis zum Reviersteiger hochgearbeitet. Da hat man hier schon was zu melden. Das letzte Mal. Glück auf. Auf. Klaus. Ja. Alle wissen von der Überraschung, keiner lässt sich was anmerken. Weiß geworden. Auf! Ja, wir gucken uns. Ja, können wir auf, Stefan. Auf. Alles gut? Maschine läuft? Ja. Prima. Kurz nach 5. Gleich geht's für Bernd Reinke tief runter in den Berg. Das Kaliwerk ist wahrscheinlich einer der härtesten Arbeitsplätze im ganzen Norden. Das größte Problem: die Hitze. Über 50 Grad ist es an manchen Stellen heiß. Und genau da muss körperlich gearbeitet werden. Die meisten Bergleute haben Wollsocken an, weil durch die Temperatur schwitzt man natürlich. Und die haben eine ganz besondere Bedeutung, hat meine Mama selber gestrickt. Das Wasser nehme ich nur zum Ausspülen der Flasche. Aber wir haben hier Hitzegetränke. Die brauchen wir, weil wir in der Grube sehr viele Mineralstoffe verlieren durch das starke Schwitzen bei den Temperaturen, die wir haben. Und deswegen muss man das regelmäßig nachführen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, hier zu wählen. Zitrone, Sauerkirsch. Ich nehme heute Eistee. Ja, immer mal mischen. Und ein bisschen Multi dazu. Den Rest Wasser. Über 5 Liter trinken die Kumpel in einer Schicht. Viertel vor 6, Schichtbeginn auch für Dieter Seipel. Geht's gut? Ich stelle mal schöne Grüße. Dieter Seipel ist sowas wie ein Pannenhelfer unter Tage und einer von 428 Kumpeln hier, von denen sich die meisten in wenigen Jahren einen neuen Job suchen müssen.
denn das Ende des Werkes ist absehbar. Nur noch bis 2020 kann hier Kali gefördert werden. Dann ist die Lagerstätte erschöpft. Bis zu 1,5 Kilometer geht es jeden Morgen in die Tiefe. Wann hast du angefangen? 77. Cool, bin ich zur Schule gekommen. Auch nicht schick. Ja. Ja, hier sind alle Generationen irgendwann vertreten. Ja. Mein Vater hat hier schon gearbeitet, jetzt mein Sohn da. Ja. Schon schade, wenn da sowas wegbricht. Okay. Ne? Der ganze Ort wird wegbrechen. Natürlich, da profitieren ja alle von. Ja. Geschäftsleute. Glück auf! Glück auf! Hier in 725 Metern Tiefe ist es schon 35 Grad warm. 6 Stunden wird Dieter Seipel jetzt mit der Erdwärme zu kämpfen haben. Ja, in dem Bereich geht es eigentlich noch. Man ist immer eigentlich dran gewöhnt an diese Hitze. Aber wenn man nachher nach unten kommt, ganz nach unten, herrschen ganz andere Temperaturen. Werden wir nachher auch sehen. Glück auf! Und in der Hitze eine Stadt unter Tage. Mit Autos, Straßen, Büros, Werkstätten. Pannenhelfer Dieter Seipel ist gelernter Kfz-Schlosser. Geht hier irgendwo eine Maschine kaputt, wird er gerufen. Immer am Mann, sein möglicher Lebensretter, ein Sauerstoffgerät. Die größte Herausforderung ist, dass wir heile wieder nach oben kommen. Nach Übertage. Und dass nichts passiert, dass alles seinen Weg geht. Und, ja. Die Gefahren hier unten, gefährliche Gasaustritte, herunterfallende Salzbrocken, Explosionen. Oh, Glück auf, Christian. Glück auf, Dieter. Du müsstest jetzt direkt zum Schauflader 14 fahren. Okay. Der ist defekt. Ja. Und der steht 1490 Lager. 1490 Lager. Kann ich dir zeigen auf der Karte. Okay. Na, dann steige ich mal kurz aus, ja? Das Bergwerk ist ein Labyrinth mit über 300 Kilometern Streckenlänge. Einmal von Hannover bis nach Köln. Kreuz und quer, hoch und runter. Neulinge dürfen sich erst nach einem halben Jahr hier frei bewegen. Die Gefahr, dass sie sich verlaufen, ist einfach zu groß. Also der Schaufellader befindet sich erstmal hier. Ja. 1490 Lager. Okay. Das ist an der Werkstatt dran vorbei. Genau. Fährst durch die Parkstrecke. Ach, der Querschlag ist genau, das? Genau, genau. Auf der linken Seite? Genau. Okay. Eine halbe Stunde braucht Dieter Seipel bis zu seinem ersten Einsatzort. Überall Salzstaub, Dunkelheit. Doch er kennt es nicht anders. Seit 36 Jahren fährt er hier durch den Berg. Ich bin 15 aus der Schule gekommen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Papa war zu der Zeit, war er Bergmann hier auf dem Berg. Er hat zu mir gesagt, Mensch, Dieter, der Status steht auch hier. Melde dich mal um, die suchen Kfz-Leute. Ja, so bin ich dann nach oben gegangen, meine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Und seit 77 bin ich dann Bergmann. Dieter Seipel ist 52 Jahre alt. Glück auf, Thorsten. Ich habe den Laderschicht Anfang übernommen, Wartung gemacht, war alles soweit in Ordnung. Okay. Dann habe ich den Motor angelassen und jetzt baut er keinen Bremsdruck auf. Kein Bremsdruck? Ja. Gut. Dann setze ich mal rein, das Fahrzeug. Gar nicht gut. Eine Maschine, die steht, ist eine teure Maschine. Fast 500.000 Euro hat der Fahrlader, so nennen sie hier den Bagger, gekostet. Kaputt bringt er kein Geld. Dieter Seipel muss schnell sein. Was haben wir denn an Druck? Anstehen? Steht an, 5 Bar, aber er kommt nicht höher. Kommt nicht höher. Lass ihn mal bitte laufen, ja? Ja.
So, den Fehler haben wir gefunden. Der mittlere Kessel, das Entwässerungsventil ist kaputt. Ist eigentlich ganz selten, aber ist nun mal passiert. Müssen wir mal gucken, dass wir ein Ersatzteil finden. Vielleicht habe ich sogar eins da. Wenn nicht, noch mehr Zeitverlust. Doch Dieter Seipel hat ein passendes Ventil dabei. Das war mein Glück gewesen, sonst hätte ich erst wieder in eine Werkstatt fahren müssen, Material holen müssen, etc., etc. Und so kleine Sachen habe ich schon an Bord. Geschafft. Über eine halbe Stunde auf dem Boden kriechen bei fast 40 Grad. Wichtig ist eigentlich, dass man schon auf seinen Körper hört, dann irgendwann mal. Und der Körper signalisiert schon, was trinken oder mal rausfahren. Aber noch ist bei Dieter Seipel alles gut. Der weiße Schatz von Siegmundshall. Auch Dieter Seipel ist stolz darauf, welche Mengen hier im Werk abgebaut werden. 3 Millionen Tonnen pro Jahr. Dabei kommen die Kumpel pro Schicht nur 10 Meter weiter. Verwendungszweck des Salzes, vor allem Düngemittel. Doch bevor es an Kunden in aller Welt geliefert wird, Kurven, Graden und tiefe Löcher. 250 Meter fällt das Salz, um dann gesammelt mit dem Aufzug ans Tageslicht zu gelangen. Auch Bernd Reinke ist mittlerweile eingefahren. Sein erster Gang auch an seinem letzten Tag zur heiligen Barbara. Drei Jahrzehnte lang hat sie ihn hier unten beschützt. Bernd Reinke ist Sicherheitsbeauftragter im Werk. Kontrolliert, ob die Vorschriften von den Kumpeln eingehalten werden. Natürlich auch an seinem letzten Tag. Ha! Wir befinden uns hier am Schacht Siegmundshall auf der 725 Meter Sohle. Wir werden über die Richtstrecke bis zur Wendel 99 fahren. Die Wendel 99 runter bis zur 1150 Meter Sohle. Fahren dann über die 1150 Meter Sohle bis zur Wendel 37 und werden hier runterfahren zur siebten Sohle. Dort wird der Lader mit dem Markus Mohr stehen. Bis vor 4 Wochen hatte ich noch so 2, 3 schwarze Flecke, wo ich noch nie gewesen bin. Aber das habe ich mittlerweile abgearbeitet. 9 Uhr vorbei. Bernd Reinkes Aufgabe jetzt, Gefährdungsanalyse, ein notwendiges Ritual. So banal die Tipps auch klingen, es muss gemacht werden. Hör auf Markus. Hör auf Bernd. Wie fängst du an, wenn du an deinem Fahrzeug bist? Rundumkontrolle. Rundumkontrolle. Gehst du aufs Fahrzeug rauf? Selbstverständlich. Hast du Absturzgefahr? Ja. Zeigst du mir einmal, wie du das Wandleröl kontrollierst? Können wir machen. Wunderbar, dankeschön. Beim Schließen des Gehäuses hast du Quetschgefahr.
Bitte vorsichtig und richtig einhängen. Jawohl. Prima. Jawohl. So steigt man richtig ab. Wenn du den Dreipunktkontakt hältst, kannst du nicht umknicken. Ganz genau und richtig. Er war immer gerne im Salz, sagt Bernd Reinke. Hat es gemocht, dass er mit der Produktion von Düngemitteln etwas gegen den Hunger in der Welt tun kann. Doch der Abschied ist unausweichlich. Die Gesundheit macht nicht mehr mit. Bernd Reinke war in den vergangenen Wochen bereits im Werk unterwegs, auf Abschiedstournee. Hat zu vielen Kumpeln schon Lebewohl gesagt. Doch eine Stelle hat er sich aufgehoben. Der tiefste begehbare Punkt in Niedersachsen. Zeit, Abschied zu nehmen. Sehr schwer. Aber es lässt sich nicht ändern. Ja. Meine letzte Schicht. Meter weiter oben. Pannenhelfer Dieter Seipel in der Werkstatt neue Ersatzteile holen. Wenn man aus der Hitze kommt, ist es hier, 940 Meter unter der Erde, angenehm kühl. 35 Grad. Glück auf, Mike. Glück auf. Glück auf. Ich brauchte für die WRV2 Schrauben und eine Platte für die Fahrwerkskette. WRV2. Dieter und Mike haben schon vor über 15 Jahren zusammengearbeitet. Wir brauchen 4 Schrauben, 4 Muttern und die Fahrwerksplatte. Hier sind die Muttern und Schrauben. So lange schon Kollegen, hier unten mittlerweile eine Seltenheit. Die alten sind ja teilweise schon jetzt weg. Neue kommen dazu. Sind natürlich die man überhaupt nicht kennt, weil es Fremdfirmen sind teilweise. Zeitarbeiter, ja. Genau. Ja. Und da muss man natürlich auch erstmal klarkommen. Es ist nicht einfach. Früher war es, glaube ich, schon, ich würde sagen, eine große Familie hier. Dieter Seipel hofft, in Rente zu sein, wenn hier in 7 Jahren Schluss ist und die Grube wieder verfüllt wird. Für alle anderen wünscht er sich, dass es trotzdem mit dem Bergbau in Niedersachsen weitergeht. Zum Beispiel in Siegfried Giesen, einem Bergwerk in der Nähe von Hildesheim. Dieter Seipel wird schon erwartet. Ein über 20 Jahre alter Bohrwagen macht Probleme. Die Folge, die komplette Produktion kommt ins Stocken. Keine Löcher, keine Sprengung, kein Salz. Glück auf, Manuel. Glück auf, Dieter. Was haben wir für ein Problem? Ja, und zwar hat sich das Bohrgestell aus den Klemmbacken gelöst. Okay. Oh ja. Die sind ziemlich abgenutzt. Es ist auch kein Wunder, dass das zweite Mal jetzt auseinandergegangen ist. Das Problem ist schnell behoben. Neue Klemmbacken. Die Arbeit im weißen Staub mache ihm nichts aus, sagt Dieter Seipel. Das Salz halte ihn sogar jung. Ich sage ja, ich bin 52 und viele sehen es mir gar nicht an. Und deswegen kommt der Spruch ab und zu mal, gepökeltes Fleisch hält länger. Und doch hat er einen Wunsch. Ja, ich möchte alt werden. Ich möchte
Ich möchte schon nicht mit 70 oder mit 80 irgendwo von dann gehen, aber hier im Untertagebereich ist, sind die Verhältnisse schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, dass die Lebenserwartungen für einen Bergmann, die sind nicht allzu hoch gesteckt. Okay. Okay, Manuel, dann können wir mal ein Probeloch bohren. Und wenn die Löcher fertig gebohrt und Dieter Seipel und alle anderen Kumpel in Sicherheit sind, wird das Salz aus dem Berg gesprengt. In den vergangenen 2 Jahren sind 2 Kollegen von Dieter Seipel im Berg ums Leben gekommen. Das war schon richtig bitter. Aber diesen tödlichen Unfällen wurde der eine von einem Salzbrocken erschlagen. Und das ist auch bei uns in der Schicht passiert. Auch gerade 50 geworden. Und das schmerzt natürlich. Sein nächster Einsatz, am extremsten Punkt im ganzen Berg, 1419 Meter Tiefe, über 50 Grad heiß. Eigentlich soll die riesige Schneidemaschine neue Straßen in den Berg fräsen. Glück auf, Silvio! Glück auf. Was hast du, Kette? Fahrwerksplatte fehlt. Alles klar. Gut, ich habe eine mit. Boxen vorne auf und dann fahren wir in Position, ja? Ja. Ich sag dir Bescheid, wann Stopp ist. Ne? Wie ist das? Seit Schichtanfang oder? Schichtanfang, die Platte weg. Okay. Schrauben abgerissen, müssen wir neu machen. Von der Nachtschicht schon her, ja? Der Fahrer sitzt bei der Arbeit in einer klimatisierten Kabine. Das ist schon sehr extrem. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier fertig werden. Weil Zeit ist Gesundheit, würde ich mal sagen. Bitte. Jeder Schritt eine Belastung. Das Salz, das hier in die Socken rieselt, fühlt sich an wie heiße Grillkohle. Ganz kurz durchlaufen einmal und dann fahren wir. Es ist sehr heiß hier. Ich brauche auch was zu trinken. Silvio? Ist fest und hält.
Gut. Glück auf. Ich möchte euch zur Gefährdungsbeurteilung heute hier auf 725 begrüßen. Zurück bei Bernd Reinke. In weniger als einer Stunde geht der Bergmann in den Ruhestand. Nur wenige Meter entfernt seine Überraschung. Eine ganz besondere Besuchergruppe. Reinkes alte Weggefährten. Freunde aus anderen Bergwerken und seine Ehefrau. Bernd selbst hinter der Tür ahnt noch nichts. Wir haben insgesamt 250 Fahrzeuge steigen und zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen fahren. Glück auf. Carsten. Bernd, hallo. So schnell sieht man sich wieder. Ihr habt nichts zu. Hallo. Hey. Das musste jetzt sein. Franz. Ja. Lass es aber nicht entgehen. Keiner hat damit rausgerückt. Das ist unglaublich. Und dann bekommt Reviersteiger Bernd Reinke die traditionelle Verabschiedung. Glück auf. Ja, auf. Für 34 Jahre Bergmann mit Leib und Seele. Wir verabschieden unseren Bernd mit einem dreifachen Glück auf! Glück auf! Glück auf! Ich habe es mir gewünscht und gehofft, dass es so ist. Du kannst nur Danke sagen, mehr nicht. Gebt alles, kommt. Hopp. Auch da muss man durch. Jeder Schlag sitzt. Und komm, auf geht's. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Bergmannsglück und passt schön auf euch auf, ne? Danke, Bernd.